In unserem ersten Teil habe ich euch die Grundlagen von SolidWorks erklärt. Wir haben uns die Arbeitsebenen angeschaut, Skizzen erstellt und mit Hilfe des linear ausgetragenen Aufsatzes konnten wir den ersten 3D-Block konstruieren. In diesen haben wir auch schon Löcher gesetzt und am Ende mögliche Fehlerquellen betrachtet. Heute möchte ich euch zwei weitere Features vorstellen und mit den Grundlagen der Baugruppen beginnen. Solltet ihr das erste Video noch nicht gesehen haben, schaut es euch gerne an, um hier mitzukommen. Zuerst möchte ich noch auf einen Kommentar eingehen. Ich hatte euch nicht gezeigt, wie ihr die Maßeinheiten ändert und die Symbolleisten anpasst. Im rechten, unteren Bereich könnt ihr zwischen Millimeter, Zentimeter oder Zoll wechseln. Um die Symbolleisten nach euren Vorstellungen anzupassen, habt ihr zwei Möglichkeiten. Als erstes geht ihr auf Extras, Anpassen. Nun könnt ihr verschiedene Symbolleisten hinzufügen oder abwählen. Wählt die Symbolleisten aus, die ihr für eure tägliche Arbeit benötigt, beispielsweise Blechbearbeitung, wenn das für euch wichtig ist. So habt ihr schnellen Zugriff auf die Funktion. Der zweite Weg geht über den Rechtsklick oben auf den Symbolleisten. Dort könnt ihr auch ganz schnell euch Funktionen hinzufügen, sodass ihr an diese immer rankommt. Starten wir nun mit dem neuen Feature, der Rotation. Sie wird eingesetzt, um rotationssymmetrische Teile herzustellen, beispielsweise Wellen. Wir beginnen wieder mit einer Skizze. Die Y-Achse ist meine Rotationsachse. Ich zeichne nun also nur die Hälfte meines Objekts. Wieder erstmal grob und anschließend mit Hilfe von Bedingungen und Bemaßungen genau. So lange, bis die Skizze vollbestimmt ist. Dann wechseln wir in den Feature-Bereich und wählen Aufsatz Basis rotiert. Auf der linken Seite haben wir wieder die Einstellungsmöglichkeiten. Es beginnt mit der Wahl der Rotationsachse. Sobald ihr diese angeklickt habt, bekommt ihr eine Vorschau. Ähnlich wie beim linearen Aufsatz könnt ihr unter Richtung auch einstellen, dass die Rotation nur bis zu einer bestimmten Oberfläche oder einem bestimmten Punkt gehen soll. Ihr habt ebenfalls die Möglichkeit, einen Winkel einzustellen. Bestätigt eure Einstellung mit dem grünen Haken und ihr habt eure erste Rotation erstellt. Als nächstes möchte ich euch zeigen, wie der rotierte Schnitt funktioniert. Er ist im Prinzip die wegnehmende Rotation. Wir wählen die Ebene aus und erstellen unsere Skizze. Die Optionen für den rotierten Schnitt sind die gleichen wie für den rotierten Aufsatz. Wählt die Rotationsachse und bestimmt, wie viel weggeschnitten werden soll. Natürlich hätte man diese Form auch mit linearen, ausgetragenen Aufsätzen oder Schnitten umsetzen können. Es gibt aber auch Formen, bei denen ihr die Rotation nutzen müsst. Ich sage immer, viele Wege führen nach Rom. Und am Ende muss das Ergebnis stimmen. Schauen wir uns aber nochmal an, an welcher Stelle die Rotation wirklich sehr praktisch ist. Ich möchte eine Vase gestalten. Vasen sind in ihrer Grundform oft achsensymmetrisch und daher perfekt für dieses Feature geeignet. Außerdem verwende ich hier ganz gerne das Skizzenfeature Spline. Damit können Freihandkurven erstellt werden. Startet beispielsweise am Boden und bildet die gewünschte Form eurer Vase nach. Ihr müsst nicht jeden Punkt bemaßen. Ich definiere meist nur die Höhe und den Durchmesser. Die Punkte könnt ihr auch noch etwas anpassen und die Bögen mit den Pfeilen verändern, bis euch die Form gefällt. Es ist natürlich auch möglich, eine gewöhnliche Linie mit einer Spline zu kombinieren. Probiert euch da einfach aus und lasst eurer Fantasie freien Lauf. Wenn ihr die Rotation fertig erstellt habt, fällt euch auf, dass innen in der Vase kein Platz für Wasser oder Blumen wäre. Unsere Vase ist nämlich gefüllt. Um den Innenteil schnell und einfach zu entfernen, stelle ich euch das Feature Wandung vor. Wir wählen die Fläche, die komplett entfernt werden soll, und geben die Wandstärke an. Es ist auch möglich, mehrere Flächen entfernen zu lassen.
Ich stelle hier mal auf die Schnittansicht um, sodass ihr besser sehen könnt, wie die Wand nun aussieht. Wir haben jetzt eine Vase, die innen hohl ist. Als nächstes möchte ich diese noch etwas optimieren, indem ich den Boden verstärke. Ich bearbeite das schon erstellte Feature und wähle im Bereich mehrere Wandstärken einstellen den Boden aus. Dann erhöhe ich von 2 auf 10 mm. In der Schnittansicht kann man die Veränderung deutlich sehen. Nun füge ich noch eine Verrundung hinzu und fertig ist meine Vase. Diese könnte jetzt ohne Probleme gedruckt werden. Zurück zu unserem ersten Teil. Ich füge auch hier noch Verrundungen hinzu und schon ist der Kopf der Spielfigur fertig. Im nächsten Schritt möchte ich euch zeigen, wie ihr die Einzelteile in einer Baugruppe zusammenfügt. Im Vorfeld habe ich schon einmal alle Einzelteile vorbereitet. Ich erstelle eine neue Datei und klicke hier nun auf Baugruppe. Nun kann ich über den Button Komponente einfügen meine Einzelteile, die sogenannten Parts, auswählen und in meine Baugruppe einfügen. An der Seite habt ihr dann eine Liste und könnt sie einzeln auf eure Arbeitsfläche ziehen. Gewisse Teile benötigt man doppelt, dann zieht ihr sie einfach zweimal in die Arbeitsfläche. Nun schauen wir uns an, welches Teil fixiert ist. Das erkannt ihr an dem kleinen F vorne im Baum. Die Fixierung ist immer auf dem Teil, welches ihr als erstes einfügt. In unserem Fall war das der Arm. Dieser soll sich aber auf jeden Fall bewegen. Deswegen lösen wir die Fixierung mit dem Rechtsklick Fixierung aufheben und bringen die Fixierung auf den Körper. Dieser soll sich nicht bewegen. Als nächstes ordnen wir unsere Einzelteile an. Dies machen wir mit dem Button Verknüpfung. Wir legen also fest, welche Flächen aufeinander liegen sollen, Abstände haben sollen oder welche Stifte in welche Bohrungen hineinpassen sollen. Ich wähle dazu erstmal wirklich nur diese Außenfläche der Hüfte, würde ich es mal sagen, an und außerdem noch die Innenfläche beim Oberkörper. Nun seht ihr, dass die Bohrungen auf jeden Fall schon mal übereinander liegen. Ich kann die Hüfte nun noch ein bisschen bewegen, nach oben und nach unten. Es fehlt also noch eine zweite Bedingung, eine zweite Verknüpfung, die die Flächen aufeinander legt. Unten links seht ihr auch, wie diese Verknüpfungen heißen. Ich arbeite oft mit den Verknüpfungen konzentrisch und deckungsgleich. Ihr könnt aber auch schauen, ob ihr mal einen Abstand benötigt oder einen Winkel. Stück für Stück packe ich nun jedes Teil an seine richtige Stelle und fixiere es dort mit den Bedingungen. Das kann aber auch bedeuten, dass einige Bewegungen noch möglich sind. Wir haben also immer noch Freiheitsgrade. Diese sind in der Realität ja auch vorhanden. Bei einigen Verknüpfungen müsst ihr aufpassen, dass die Ausrichtung stimmt. Sollte diese Ausrichtung falsch sein, könnt ihr ganz einfach in den Baum reingehen, euch die Verknüpfung anzeigen lassen und sie auch nochmal bearbeiten. Dort klickt ihr dann auf den Richtungswechselpfeil und das Teil dreht sich um. Ich möchte euch nur noch zeigen, wofür ihr beispielsweise die Baugruppen nutzen könnt. Wenn ihr Einzelteile habt, die ihr später auch wirklich zusammenbauen möchtet, dann könnt ihr in SolidWorks direkt schon mal prüfen, ob sich Bauteile überschneiden. Wir gehen auf den Reiter Evaluieren und wählen Interferenzprüfung. Dort könnt ihr die Baugruppe auswählen und SolidWorks wird euch automatisch die Stellen markieren, an denen sich Teile überschneiden oder auch Flächen berühren. Nun habt ihr die Möglichkeit, an diesen Teilen nochmal Veränderungen vorzunehmen.
Nun möchte ich euch noch zeigen, wie ihr SolidWorks dafür nutzen könnt, um zu schauen, inwieweit sich eure Einzelteile in der Baugruppe dann bewegen können. Dazu gehen wir auf Komponente verschieben, wählen das freie Ziehen und bei Option die Kollisionsprüfung. Nun wählen wir die Komponenten aus, zwischen denen die Prüfung erfolgen soll. In unserem Fall jetzt mal hier nur unten die Beine. Dann sagen wir Stopp bei Kollision und können nun unser Bein so weit bewegen, bis es gegen die Hüfte stößt. So könnt ihr Bewegungsabläufe oder Spielräume der Bewegung leicht prüfen. Damit sind wir für unseren heutigen Workshop auch schon am Ende. Ihr habt gelernt, wie ihr die Rotation benutzt und wie man Baugruppen zusammenbaut. Außerdem habe ich euch gezeigt, wie das Feature Wandung funktioniert. Probiert es gerne aus und teilt eure Ergebnisse mit uns. Wollt ihr weitere Videos von uns sehen? Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal!